das bei Nacht? Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was willst du damit sagen? Ich habe das Netzwerk doch gecrashed, oder etwa nicht? Theoretisch sollte alles gut sein. Na, das klingt ja nicht so toll. Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Okay. Speicherknopf drücken wir mal. Und jetzt können wir ja weiter gucken. Noch so eine Wilde. Immerhin ist es nicht so schlimm wie in Meridian. Pass auf, wo du hingehst. Jeder Schritt muss im Zweifel mit Blut bezahlt werden. Seltsam. Ich laufe eigentlich jeden Morgen am selben alten Mann vorbei. Aber ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Okay. Fremde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldnerabschaum. Lass mich in Ruhe, Fremde. Die Kopfgelder werden im Thronsaal bekannt gegeben. Aber die Thronräuber hungern uns aus. So einfach ist das. Okay. Dann begeben wir uns mal in den Thronsaal. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, er Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken... Ha, sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend. Ach, wollen wir mal großzügig sein, einen Monat geben. Okay, was sind das für welche? Nora, du trägst ein Sucherzeichen. Es ist komplizierter als das. Ich bin Ausgestoßene, wie du. Ja, ich bin Jan, das sind die Gemiedenen. Wir jagen auch den verhassten Stamm. Sogar gratis. Vergiss das nicht. Warum wurdest du ausgestoßen? Mord. Du? Geburt. Jan hieß so nicht der eine, der uns nach seiner Schwester Nakua suchen wollte? Das ist ganz schön beunruhigend, so viele Wilde. Du bist Kikuks Killern nicht bekannt. Gibt es irgendwelche Lieder über dich? Vielleicht. Was ist mit dir? Nur Totenklagen. Wir beenden die Lieder. Ob Mensch oder Maschine. Durch uns schweigen sie. Oh, charmant. Wärme steht für Schwäche. Ich jage mit Kikuk. Sprich mit ihm, wenn's sein muss. Ich hätte nie gedacht, dass Uthid uns so im Stich lassen würde. Noch eine Nora außerhalb des Heiligen Landes.
Verbannung ist eine bittere Pille. Warum bist du denn hier? Das kann er doch nicht alles gespielt haben. Dover Itamen. So, die haben also ihren eigenen. Benimm dich, Kleine. Okay, die hier haben Namen. Ich bin der gnädige Jusis, der Schild Bahavas. Gnädig? Meine Feinde sterben schnell. Diese Waffenruhe ist echt verwirrt. Wie konnten wir uns nur dazu entschließen, uns nicht gegen die Thronräuber zu wehren? Ich bin der gnadenlose Shivin. Ich schütze den Hohepriester. Und wovor? Was immer ihn ärgert. Also tu's nicht. Du denkst, du hättest eine Chance gegen mich? Noch bösartigere Maschinen hören. Man nennt mich Wilder Taraf, Beschützer von Lucent Bahavas. Beschützer oder Vollstrecker? Kommt drauf an, wie der Schatten fällt. Jetzt verschwinde. Wann immer jemand Waffenruhe sagt, höre ich das Unvermeidliche hinauszögern. Okay, mit denen haben wir schon gequatscht. Dann quatschen wir doch mal mit denen hier noch. Das ist doch verrückt. Wohl kaum. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Wenn du ein Massaker sehen willst, bist du hier richtig. Ich hab Höhenangst. Du machst mir Sorgen, Mann. Echt Sorgen. Noch eine Menschenjagd. Wie viele Leute kann ein Stamm verlieren? Odund, Anführer von Odunds Meistern. Du bist wohl neu hier. Jemand, dem kein Auge oder Ohr fehlt, fällt hier direkt auf. Der gute Eindruck entscheidet. Außer in diesem Loch. Sie nehmen einfach jeden. Das ist nicht dein erster Job für die Schatten, Kaja. Ich hab Angst im Dunkeln, Kaja, eher. Sie verachten mich, aber sie zahlen gut. Sieh dir die Adligen an. Eine Ratte im Seidengewand macht auch noch keinen Rattenkönig, oder? Sonnenfall ist ein Haus aus Lehm. Stampf mit dem Fuß auf und es zerfällt. Solltet ihr nicht alle auf der Jagd nach Uthet sein? Hast du gar keine Erfahrung? Wer zuerst geht, führt nur die anderen. Lehn dich einfach zurück und trink etwas Kaja-Schnaps, bis jemand eine Spur gefunden hat. Und dann sieh zu, wie wir uns pfeilschnell die Beute schnappen. Zip. Bist du sicher, dass du überhaupt noch gerade ausgehen kannst? Was willst du damit sagen? Glaubst du, Uthet hat getan, was ihm vorgeworfen wird? Ich hoffe es. Das macht ihn gefährlicher. Ich rate dir, denk gar nicht erst über sowas nach. Darüber, ob er schuldig oder unschuldig ist? Wenn du solche Gedanken zulässt, wirst du es als Söldner nie zu etwas bringen. Es geht ausschließlich um tot oder lebendig. Bei lebendig solltest du einen Knebel mitnehmen. Aber lebendig ist eh nicht mehr gefragt. Okay. Leb wohl, Odund. Gute Jagd. Wenn ich dich mal töten muss, wirst du nicht leiden. Oh, danke. Wenn du ein Problem mit mir hast, rede mit Odund, wenn du seinen Atem erträgst. Okay. Also hier soll ich... Warum ist das Ding hier überhaupt da? Genau, fall erstmal runter. Ich lasse mich mal auf diese Seite hier fallen. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Okay. Ach, hier. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt.
Aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Es gibt keinen Weg zurück? Eigentlich sollte ich ja dann eher mal die Nebenquests machen, aber... Nee, also ich glaube nicht, dass es hier das Spiel dann schon zu Ende ist. Deshalb, los geht's. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Das denke ich auch. Der Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Er bittet Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Oh Mann. Oh. Erst mal kurz hier gucken, wo ich hergekommen bin. Okay. Dann legen wir mal los. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Und ob ich das werde. Antworten stehen bevor. Noch ein Vorfall. Von Loungepersonal an Verwaltung. Betreff noch ein Vorfall. So, der unglückliche Zwischenfall mit Dr. Popovic heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Empfangspersonal Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Zero Dawn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist. Aber als diejenigen, die an vorderster Front stehen, möchten auch wir endlich gehört werden. Wie bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher, beispielsweise für Polnisch, Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryo Logen im Schach halten kann,
und normale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen nach dem Empfangspersonal werfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut. Aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die die Ausnahmen dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. Polnisch. Warum gerade Polnisch? Okay, das ist aber nur ein Symbol. Wir brauchen auch Unterstützung. Das Empfangspersonal benötigt beim Umgang mit den ZD-Kandidaten, mit den Zero Dawn-Kandidaten bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzliche Unterstützung. Viele sind verängstigt oder verwirrt. Manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher, die Sprachbots reichen nicht aus, und leichte Beruhigungsmittel für die extremen Fälle. Jede Art der Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails erhalten könnte. Tja, ja nicht so gut. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Eine Wartehalle. Natürlich müssen wir uns alles angucken. Alles, was geht. Nachschub. Sonst. Zum 5. Mal. Bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Lounge. Wenn ich nochmal erleben muss, wie so ein Eierkopf die Krise kriegt, weil die Sorte Bio-Gurke, Minze oder Brombeer-Salbei alle ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie und diesmal ohne Sturm im Teeglas und Abwarten und Tee trinken Witze, okay? Schalldämmung. Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Lounge-Bereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig, aber diejenigen, die schreien oder schluchzen, werden von den Kandidaten, die auf ihren Aufruf warten, deutlich gehört. Ist nur eine Idee. Das machen wir gleich, aber da hinten habe ich noch ein Räumchen gesehen. Ah ne, das sah nur so aus. Kannst du auf die Karte gucken? Okay. Dann gehen wir mal in den Vorstellungsraum. Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Okay, jetzt wird's interessant. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt. Weil sie von mir kamen. Und das sind alles Lügen.
Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Ach du Scheiße. Das stimmt doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Puh. Okay, jetzt wissen wir erstmal, was Enduring Victory eigentlich ist. Und eine Andeutung über Zero Dawn haben wir jetzt auch. Es ist also keine Superwaffe gewesen. Falken, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Alter, Mädel, kannst du hier nicht... Jetzt geh da hoch! Hier sind sie irgendwie runtergekommen. Hier muss ein Fehler vorliegen. Ich verstehe nicht, warum ich hergebracht wurde. Warum sie mir das alles zeigen. Ich weiß, das ist alles etwas viel.
Im Wartebereich saß ich neben einem Nobelpreisträger für Biophysik und einem Mönch, glaube ich. Der sprach weder Englisch noch Mandarin. Es ist sehr merkwürdig. Und General Harris, wovon hat er geredet? Der Roboterschwarm, die Pharaoh-Plage. Natürlich ist das alles furchtbar. Aber kann man es wirklich nicht stoppen? Warum erzählt man uns das? Es gibt Leute in Shanghai, meine Freunde, meine Familie. Sie sind Operation Enduring Victory bereits beigetreten. Ist das alles sinnlos? Werden wir alle sterben? Wir werden einige dieser Fragen beantworten können. Ich will einfach nur wissen, warum ich hier bin. Ich verstehe das einfach nicht. Sie wurden wegen ihrer Fähigkeiten hergebracht. Nein, das kann nicht sein. Ich bin Kunsthistorikerin. Ich kenne die niederländischen Meister, japanische Kalligrafie, Gerhard Richter. Aber was bringt das jetzt noch? Das ist eine gute Frage. So, finde ich hier vielleicht noch einen Weg zu denen drüber? Warnung. Er ist ein bisschen härter. Ich dreh noch durch. Erwischt. Wieso hat er das jetzt nicht gemacht, was ich sollte? Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Tja, wenn ich das jetzt wüsste. So, ein Steinchen brauche ich nicht. Dann holen wir uns mal die Daten. Angefangen mit dem hier. Hören Sie, lassen wir die Geheimnistuerei. Sie bauen ein Kolonieschiff, das ist doch offensichtlich. Und es wird kein Überflieger. Ich meine, wortwörtlich. Erinnern Sie sich an die Odyssey? Den multinationalen Haufen Weltraumschrott, der seit 57 im Friedhof-Orbit schwebt? Sie flog nirgendwo hin und das sehr langsam. Aber Sie haben ein Ziel, das Sie sehr schnell erreichen müssen. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für eine enorme Herausforderung es ist, ein Kolonieschiff in kurzer Zeit vorzubereiten? Um das klarzustellen, ich arbeite nicht an dem Projekt. Ist Ihnen überhaupt klar, wie wenige Menschen damit gerettet werden könnten? Das ganze Konzept des Generationsschiffes ist... Es wird nicht umgesetzt werden. Es wird das Erste sein, was man für die Embryonen aufgibt. Für diese Art der Lagerung braucht man Kapazitäten, man braucht Macht, man braucht Ressourcen. Also, selbst wenn Sie es tun, wenn Sie es bauen und Richtung Sirius X schicken, auf dem Ding wird kein Platz für Menschen sein, okay? Wenn Sie sich bitte beruhigen würden. Ihr seid doch verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr von hier wegkommen könnt. Niemand kommt hier weg. Sanitäter. Was denn hier hinten? Da drehen die Leute ein bisschen am Rad, verständlicherweise. Ah, jetzt bin ich wieder hier. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen was.